Und ja, also es wird wahrscheinlich ein kürzeres Video werden, weil ich habe nicht so viele Kommentare. Dazu bräuchte ich euch. Also kommentiert am besten meine Videos. Und wäre für mich sehr hilfreich, weil dann kann ich auch mehrere Q&A-Videos machen. Genau, fangen wir mal an. Die Frage war ja, wie läuft mein Tagesablauf so ab von der netten Dame? Ich habe einen relativ gleichen Tagesablauf, also ich schlafe sehr viel. Ich schlafe meistens immer bis 12 Uhr. Kommt drauf an, also ich bin tagsüber auch sehr müde, weil ich nicht durchschlafen kann. Ich habe auch gelesen, dass Autisten generell Probleme haben sollen mit Schlafen, also dass sie nicht durchschlafen können, also Schlafprobleme haben. Ob das jetzt bei jedem so ist, kann man diskutieren. Ich glaube nicht, dass das bei jedem so ist. Ja, also ich schlafe sehr viel. Dann frühstücke ich selbstverständlich, wenn ich aufgewacht bin. Meistens immer zu derselben Uhrzeit. Und ja, dann, ich bin sehr viel im Internet unterwegs. Ich, wie ihr seht, ich bin auch YouTuber. Ich mache sehr viel YouTube-Videos, das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und dann, also ich bin auch sehr viel am Rechner. In der Vergangenheit, als ich in Türkei-Urlaub war, habe ich selbstverständlich das mit dem Handy gemacht. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich nehme auch gelegentlich, wenn ich die Zeit finde und auch Lust habe, Sprachaufnahmen auf, also Synchronsprecheraufnahmen. Ich habe die Kabine, die hier war, habe ich jetzt neben meinem Bett nach links verlegt, weil ich kaufe mir auch noch ein Laufband, um noch mehr Routinen in meinem Leben halt zu haben. Und generell halt, um gesünder zu sein, weil ich möchte auch abnehmen, weiter abnehmen. Ich habe schon abgenommen, das wisst ihr ja mittlerweile auch schon durch mein englisches Video, was ich aufgenommen habe. Das wäre zum einen das. Dann hat die Dame mich gefragt, ob ich dieser Ralf bin oder ob das jemand anders ist. Kann ich dir jetzt auch schon beantworten, das bin ich gewesen. Das war mein erbärmlicher Versuch, ja, lustig zu sein. Ich bin nicht so lustig, auch wenn ich es krampfhaft versuche. Ich bin eher der unlustige Typ. Ich lache lieber eher über meine eigenen Witze. Ich lasse mich auch sehr viel inspirieren, zum Beispiel das mit dem Schwan. Also, wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Das ist inspiriert worden von Hand of Blood, der deutsche YouTuber. Ich fand den Meme so lustig, dass ich dachte, ich übernehme das in meinen Videos, aber ich denke mir, ich sollte lieber eher ernster sein und das mit den Witzen, die eh nicht lustig sind, sein lassen. Es sei denn, ihr feiert das so krass, dass ihr wollt, dass ich das weitermache. Ja. Dann hat die Dame geschrieben, also in meinem Werdegang-Video zum Synchronsprechen, dass ich mich gekünstelt anhöre. Das kann sein, also ich habe in dem Video auch mir jetzt nicht besonders viel Mühe gegeben, authentisch rüberzukommen. Hätte ich machen sollen, ja, aber genau, also das war eigentlich, es war sogar eher aus dem Stegreif aufgenommen und auch besser. Ich kann der Dame empfehlen, mal ein paar Synchros von mir mal anzuschauen. Ich habe ja eine Playlist, in der ich halt die Synchros reinstelle. Schau dir die einfach mal an und genau, dann wirst du auch sehen, ich kann auch anders rüberkommen, also auch authentisch. Genau, das waren eigentlich auch die einzigen Kommentare, die mir so wirklich aufgefallen sind. Dann gab es noch den lieben Horst, der hat mich gefragt, was meine Mission sei. Meine Mission ist eigentlich, euch zu unterhalten und genau, also wegen meinem Autismus euch natürlich auch auf dem Laufenden zu halten, vor allem wenn es auch andere Menschen gibt, die ebenfalls eine Verdachtsdiagnose erhalten haben, dass ich denen auch helfen kann.
einfach die Videos mit euch, um meine Reise zu der Diagnostik zum Autismus einfach zu begleiten, sodass ihr dann halt auch Gewissheit haben könntet und euch traut, auch euch selber diagnostizieren zu können. Genau, das sollte es auch erstmal gewesen sein. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr mein Video auch liken, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt es auch gerne disliken. Ich habe kein Problem damit, dass ihr einen Dislike hinterlässt. Das zeigt mir nur, was ich richtig und was ich falsch mache. Ihr könnt mich auch abonnieren, das würde mich sehr freuen, weil das würde mich unterstützen. Ich möchte wachsen, ich möchte mehr Reichweite haben und dementsprechend, genau, das würde mich wirklich sehr freuen. Dann könnt ihr noch selbstverständlich die Glocke aktivieren, einfach um auf dem Laufenden zu bleiben, weil sobald ich ein Video hochlade, werdet ihr benachrichtigt, dann könnt ihr das Video auch dementsprechend ansehen. Das soll es auch gewesen sein, meine Freunde. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute. Wir haben derzeit 19.21 Uhr. Macht euch einen schönen Abend, einen gemütlichen Abend vor allem. Und genießt das Wetter, wobei heute auch ein relativ regenreicher Tag war. Aber die nächsten Tage sollen es ja wieder schöner werden. Genau. Adios, würde ich sagen. Genau, ihr könnt auch gerne Kommentare, Fragen stellen. Ich beantworte euch das in den nächsten Q&A-Videos. Würde mich freuen, weil dann hätte ich auch mehr Content. Und genau. Ciao.